Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Ich hab solchen Hunger. Hat jemand Kleingeld für mich? Jeder Cent würde helfen. Ich hab so Hunger. Ich werde mir jetzt einen Fußpilz-Dürüm gönnen. Ich hab solchen Hunger. Haben Sie vielleicht ein bisschen Kleingeld für mich? Eigentlich wollte ich mir selber was zum Essen kaufen. Aber ja, hier. Dankeschön vielmals. Sie sind die erste Person, die mich nicht ignoriert hat und mir geholfen hat. Das ist überhaupt kein Problem. Ach, dieses arme Kind. Sie sah so mager aus. Heute muss wohl mein Glückstag sein. Ich hab so lange nichts mehr gegessen. Endlich habe ich Geld und ich kann mir was zum Essen gönnen. Hä? Von wo kommt denn dieses Geräusch her? Ist das etwa ein pinker Popo? Oh nein, das ist ja ein Baby. Wer hat dich denn hier ausgesetzt? Was für ein Monster würde sowas tun? Oh Gott, du bist hier ganz kalt. Du musst sicher Hunger haben. Ach, du armes Baby, du musst keine Angst mehr haben. Ich werde mich um dich kümmern. Aber zuerst müssen wir dir was zum Essen kaufen gehen. Dann wird es dir schon viel besser gehen. Hallo, einmal Milch bitte. Okay, und darf es für Sie auch noch was zum Essen sein? Oh ja, für mich bitte eine Packung Müsli. Kommt sofort. Keine Sorge, du süße Maus. Jetzt musst du nicht mehr weinen. Ich werde dich für immer beschützen. Und bald haben wir beide auch was zum Essen. Wie viel würde das alles kosten? Das kostet dann 750 Euro. Oh nein, das könnte noch knapp werden. Entschuldigung, reicht so viel Geld? Das reicht nie und nimmer. Wir sind doch keine Wohlfahrt hier. Such dir ein Produkt aus oder geh. Oh, das tut mir leid. Dann nur die Milch bitte. Mein Hunger kann warten. Oh, was für eine Zeitverschwenderin. Wenn man kein Geld hat, für was geht sie einkaufen? Das habe ich gehört. Oh, Entschuldigung, beachten Sie mich nicht. Ich habe nur mit mir selber geredet. So, das sind 450 Euro. Oh, seit wann ist Babymilch so extrem teuer geworden? Naja, ist ja egal. Solange du heute was zum Essen hast, das ist das Einzige, was zählt. So, jetzt sind wir auch schon wieder zu Hause. Oh, du hast ja noch gar keinen Namen. Ich frage mich, wie ich dich nennen soll. Okay, aber zuerst muss ich dich ja mal füttern. Hier, probier mal. Ich hoffe, es schmeckt dir. Na, siehst du? Jetzt geht es dir doch schon viel besser. Oh, was sind denn das für Wolken? Oh nein, es hat angefangen zu regnen. Oh nein, was sollen wir nur machen? Du wirst dich erkälten. Ich muss schnell einen Platz suchen, wo es überdacht ist. Ah! Oh nein, Hilfe! Das Baby, ich muss es irgendwie beschützen. Oh nein, was ist denn wohl hier passiert? Eine Mutter und ihr Kind. Wir müssen sie sofort notoperieren. Wir haben einen Code Red. Bereitet den Operationssaal vor. Oh nein, das schaut nicht gut aus. Ich glaube, wir müssen das Baby auch notoperieren. Die Blutwerte stimmen nicht. Was? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich werde das Baby in das Kinderambulatorium bringen und bereiten Sie in der Zwischenzeit bitte den OP-Saal vor. Ja, Boss, werde ich machen. Halten Sie durch. Komm schon, machen Sie auf, halten Sie durch. Komm schon. Oh nein, Ihre Werte. Vielleicht hilft diese Spritze. Komm schon, wach auf. Oh nein, wir haben sie verloren. Sie hat es leider nicht überlebt. Es tut mir so leid, dass ich dich nicht retten konnte. Aber ich habe wirklich alles versucht. Ruhe in Frieden. Jetzt hat das Baby keine Mama mehr. Wie lange will das Baby noch schlafen? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat es eine Temperatur. Nein, daran kann es auch nicht liegen. Die Operation ist doch gut gelaufen. Wieso wacht sie nur nicht auf? Ach, da kann man ja nichts machen. Ich meine, sie könnte jede Sekunde aufmachen. Hör dir auf, Sorgen zu machen. Ja, okay. Ich glaube, da hast du eh recht. Sollen wir was essen gehen? Essen klingt immer gut. Lass uns eine Dürüm-Pizza essen gehen. Ich kann es einfach nicht glauben. Mittlerweile sind 3 Monate vergangen und sie ist immer noch am Schlafen. Ich meine, laut den Ärzten sollte sie keine Folgenschäden haben von dem Unfall. Also ich muss sagen, langsam mache ich mir auch Sorgen, aber mehr wie das können wir eh nicht machen. Das stimmt. Aber magst du mal ihren Herzschlag dir anhören? Oh ja, stimmt. Gute Idee. Schauen wir mal. Nein, ihr Herzschlag ist auch normal. Sie sollte eigentlich wach sein. Ach, lass uns gehen. Einige Monate später. Ich kann nicht glauben, dass die Maschinen heute abgestellt werden.
Sei nicht traurig. Ich glaube sowieso, dass sie niemals aufgewacht wäre. Ja, das stimmt. Wir haben schon so lange gewartet. Aber wenigstens kann sie jetzt nun im Himmel mit ihrer Mama bald sein. Oh, Ruhe in Frieden, kleine Maus. Ich will noch länger schlafen. Was? Wer hat denn da geredet? Das Mädchen. Sie ist aufgewacht. Wieso sind ihre Augen offen? Hallo. Du bist ja tatsächlich aufgewacht. Kannst du dich etwa nicht mehr daran erinnern, dass du vor 3 Jahren einen Autounfall hattest? Was ist ein Unfall? Ich weiß nur, dass ich so gut geschlafen habe. Sie kann sich wohl an nichts mehr erinnern. Komm, wir müssen das feiern, dass sie aufgewacht ist. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber sie ist endlich aufgewacht. Genau an dem Tag, wo wir die Belebungsmaschinen abschalten wollten, ist sie aufgewacht. Das ist doch ein Wunder. Wow, sie hat ja solches Glück. Sie muss echt einen Schutzengel haben. Es tut mir so leid. Leider haben wir keine Familienangehörige von dir gefunden. Deshalb musst du von nun an im Waisenhaus leben. Oh, hallo, Frau Leberkäse. Bekommen wir etwa wieder Familienzuwachs? Ja, genau. Die kleine Maus ist heute endlich aufgewacht. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Mensch, bist du aber ein liebes und höfliches Kind. Ja, total, oder? Am liebsten würde ich sie selber adoptieren. Schau mal, hier sind die Dokumente, die du noch auffüllen musst, bevor sie hier wohnen darf. Während ich das erledige, magst du vorne bei der Couch auf mich warten? Ja, okay. Da steht Name, aber sie kann sich nicht mehr erinnern. In diesen seltenen Fällen musst du ihr dann wohl einen Namen geben. Hier ist dein Stift. Wie sollte ich sie denn nun nennen? Ich glaube, dieser Name passt gut zu ihr. Oh, sie heißt Laila. Wunderschöner Name. Dankeschön, ich muss aber auch schon wieder gehen. Bitte pass gut auf sie auf. So, hallo Kinder, wir haben Familienzuwachs bekommen. Darf ich vorstellen, ihr Name ist Laila. Boah, krass, Bro. Ich liebe den Namen Laila. Wow, Laila, du hast aber eine schöne Haarfarbe. Gugu Gaga Roblox, Gugu Gaga Ga. Wow, sie ist so schön. Also Kinder, ich lasse euch mal. Seid bitte ganz lieb zu Laila, okay? Nicht vergessen, Spielzeug ist da, damit man es teilen kann. Hallo, schön euch alle kennenzulernen. Yo, was geht, Bro? Mein Name ist Nadia. Also falls du mit meinem Spielzeug spielen willst, hier, gar kein Problem, kannst du haben. Oh, wow, Nadia ist aber ein schöner Name, dankeschön. Gugu Gaga, Gugu Gaga, Roblox, Fortnite, Monat. Oh, schön, auch dich kennenzulernen. So cool, endlich ist nochmal ein Mädchen da. Laila, das ist mein Spielzeug. Aber du kannst mit meinem Spielzeug so oft, wie du willst, spielen. Und mein Name ist Anna. Oh, hallo Laila, schön, dich kennenzulernen. Magst du mit mir spielen? Schau mal, wir können auf dem Bett herumspringen, wenn du willst. Oder auch mit dem Stofftier spielen. Oder komm, lass uns Freunde sein. Oh ja, das wäre so toll. Können wir bitte alle Freunde sein? Oh, ich dachte schon, du fragst gar nicht. Ja, gerne. Oh, ich will auch mit dir befreundet sein, wenn das okay ist. Ja, aber natürlich. Ihr seid alle so lieb. Dankeschön. Oh, mein Schatz. Endlich ist der Tag gekommen, an dem wir ein Kind adoptieren. Hallo, wie kann ich euch weiterhelfen? Hallo, wir sind Familie Oswald und wir würden gerne ein Kind adoptieren. Oh, hervorragend. Haben Sie eigentlich schon Kinder daheim? Oder wie schaut es da aus? Oh, nein. Meine Frau kann leider keine Kinder bekommen. Deshalb würden wir gerne adoptieren. Oh, das tut mir aber leid zu hören. Kommen Sie mal mit. Hier sind die Kinder schon. Oh, und darf ich gerade vorstellen, das ist Laila. Sie ist erst heute angekommen. Hallo, mein Name ist Laila. Ich popel gerne in der Nase. Und mein Name ist Thomas und ich liebe es zu furzen. Kinder, pst, nicht vor den Gästen, okay? Oh, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja, alle Kinder sind so süß. Ja, also da muss ich Ihnen recht geben. Unsere Kinder sind so lieb. Gugu Gaga, ich will Fortnite spielen. Upsi, ich habe mir in die Hosen gemacht. Oh, diese zwei Kinder sind ein bisschen komisch. Ich glaube, wir würden gerne Laila adoptieren. Also nur, wenn Laila das auch will. Ja, seid ihr etwa meine neuen Eltern? Ja, du kannst mich auch gerne Papa nennen. Hallo Papa. Oh, sie ist einfach ein Engel. Meine Tochter, oh, du bist so schön. Na, perfekt. Dann gehen wir jetzt mal die Dokumente unterschreiben. Ich freue mich so sehr, dass Laila so schnell ein neues Zuhause gefunden hat. Ich hoffe so sehr, dass ihr Laila ein wunderschönes Zuhause geben könnt. Ja, aber natürlich werden wir das. Wir werden sie wie eine Prinzessin behandeln. Na, das höre ich gerne. Und wo soll ich denn unterschreiben? Also die Dokumente sind eh schon fertig. Sie müssen nur noch hier und hier und hier unterschreiben. Oh, das sind aber viele Dokumente zum Unterschreiben. Ich glaube, jetzt habe ich alle unterschrieben. Jetzt geht es nach Hause, Laila. Wunderbar, wunderbar. Ich wünsche Ihnen das Beste und viel Glück. Auf Wiedersehen. Oh, Laila, jetzt gehen wir nach Hause. Wir wussten nicht, wie wir dein Zimmer dekorieren sollen. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, wow. Das
Das alles gehört mir? Ja, aber natürlich, das ist dein Zimmer. Wow, das muss wohl der beste Tag meines Lebens sein. Das Spielzeug gehört sogar mir. Dankeschön. Oh, was ist denn das? Oh, das ist ein Dönerautomat. Komm, probiere es aus. Ein Dönerautomat? Okay. Da kommt doch was raus. Oh, was ist denn das? Ich hoffe, dass du dich gut einleben wirst bei uns. Und falls du noch was brauchst, bitte sag es uns. Nein, alles ist einfach perfekt. Ich danke euch. Oh, herrje, wie die Zeit einfach vergangen ist. Also, Amy, jetzt ist Schlafenszeit. Schlaf schön, mein Schatz. Wir werden dich dann morgen wecken, mein Schatz. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass sie meine Tochter ist. Guten Morgen, Laila. Aufstehen. Guten Morgen, Mama. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Also komm, wir müssen los. Heute ist dein erster Tag im Kindergarten. Du wirst so viel Spaß haben. Ich habe natürlich keine Kosten gespart und dich beim teuersten und besten Kindergarten der Welt angemeldet. Oh, hallo, mein Name ist Miriam. Und mein Name ist Jenny. Und mein Name ist Cevapcici. Und mein Name ist Joghurt. Ach, schau, wie lieb die Leute sind, wie sie sich direkt vorstellen. Ich bin mir sicher, dass du ganz viele Freundschaften schließen wirst. Tschüss. Hey, Leute, mein Name ist Laila. Wollen wir alle Freunde sein? Meine Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Leuten abhängen, die arm sind. Hier, geh mir aus dem Weg. Autsch, das tut weh. Gott, schaut euch alle diese Heulsuse an. Als ob das weh tut, das war doch nur ein Stofftier. Ja, mir hat es weh getan. Darf ich mich vielleicht hinsetzen? Oh, hast du keine Augen im Kopf? Siehst du nicht, dass der Sitz reserviert ist für unseren besten Freund? Du kannst gerne auf dem Boden sitzen. Also wie unverschämt ein Mensch doch sein kann. Aber das ist doch kein richtiger Mensch, das ist nur ein Stofftier. Was fällt dir ein, mein Stofftier als Stofftier zu bezeichnen? Jungs, zeigt ihr, wo ihr Platz ist. Natürlich, Jenny, ich werde alles tun, was du von mir verlangst. Aua, hört damit auf. Schaut euch diese Heulsuse an. Ach, das war natürlich nur Spaß. Wir wollten dich nur pranken. Komm, setz dich hin und lass uns Freunde sein. Das ist aber ein komischer Prank. Aber vielleicht ist sowas ja normal hier. Okay, danke schön, dass ich mich hier hinsetzen darf. Gar kein Problem, meine beste Freundin. Ich habe hier noch heißen Kaffee. Den kannst du natürlich gerne trinken. Upsi. Aua, wieso machst du das? Ich dachte, wir sind Freunde. Als ob ich mit jemand wie dir befreundet sein will. Wir wissen doch alle, dass du ein ekelhaftes Waisenkind bist, das man adoptiert hat. Wieso sind sie so gemein? Ich dachte, wir könnten Freunde sein. Was ist denn da aus meinen Augen gekommen? Habe ich wirklich Diamanten gerade geweint? Hat das etwa jemand gesehen? Nein, zum Glück ist niemand hier. Aber ich muss die Diamanten irgendwie beseitigen. Wenn Mama und Papa das erfahren, dann denken sie sicher, dass ich ein Freak bin. Und dann werden sie mich nicht mehr adoptieren wollen. Ich muss das für immer geheim halten. Oh, Mama, du bist ja schon da. Du schaust ein bisschen blass aus. Ist alles okay bei dir? Oh, ja, natürlich ist alles bei mir okay. Oh, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. du musst dir doch um mich keine Sorgen machen, Mama. Du weißt doch, ich bin ganz normal wie jedes andere Kind. Komm, lass uns nach Hause jetzt gehen. Das Essen ist ja gleich fertig. Laila, Essen ist fertig. Was riecht denn hier so lecker? Oh, lecker Spaghetti Bolognese. Naja, heute war auch ein sehr spezieller Tag. Darum habe ich dir dein Lieblingsessen gekocht. Heute war dein erster Tag im Kindergarten. Also komm, erzähl, wie war es? Oh, alles war okay. Es ist nichts Komisches vorgefallen. Ist wirklich alles okay? Du wirkst mir ein bisschen nervös. Ich und nervös? Nein, natürlich bin ich nicht nervös. Oh, mein Lieblingsessen. Das ist so lecker. Okay, ich gehe schlafen. Tschüss. Also ich kann mir nicht erklären, ihr Verhalten war richtig komisch. Ach, unsere liebe Laila hat ja so eine tragische Kindheit und wir haben sie erst vor kurzem adoptiert. Vielleicht muss sie sich noch ein bisschen an uns gewöhnen. Sie ist ein sehr sensibles Kind. Ah ja, jetzt wo du es sagst, da hast du wahrscheinlich recht. Ich bin so gut im Kochen. Da hast du recht. Spaghetti mit Fußnagel, so lecker. Oh, ich glaube, ich sollte Schauspielerin werden. Ich denke nicht, dass Ihnen was aufgefallen. Aber was ist nur los mit mir? Wieso weine ich Diamanten? Oh nein, nicht schon wieder. Ich muss es schnell verstecken, bevor Mama und Papa es sehen. Weil, wenn sie mich erwischen, werden sie mich sicher zum Zirkus schicken, weil ich so ein Freak bin.
Hallo Toasties, ich hoffe, euch hat die Episode gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Diamanten-Emoji kommentieren könnt, weil dann weiß ich, wer bis zum Ende geschaut hat und wer nicht. Und jetzt grüßen wir unsere Superfans. Großes Dankeschön an Recep, Vivian, Mundo, Lucia und Rena. Dankeschön für euren Support. Und dann auch noch liebe Grüße an Cookie und ihre Schwester. Dankeschön, dass ihr unsere Videos immer bis zum Ende anschaut. Und Dankeschön an Penny Cheetos, dass du dem Video einen Daumen nach oben gegeben hast. Zu guter Letzt, Dankeschön, Lari, dass du uns abonniert hast. Und bis zur nächsten Episode, Toasties. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.